So, damit kommen wir nach dem Bericht des Oberbürgermeisters zum Tagesordnungspunkt 2. Aktuelle Stunde zum Thema Realität im Dresdner Straßenverkehr. 4 Jahre verfehlte Verkehrspolitik. Einreicher ist die FDP-Fraktion. Herr Zastrow, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Legislaturperiode ist fast zu Ende. Es wird also allerhöchste Zeit, ein Fazit zu ziehen, und zwar ein Fazit zu ziehen in einem für Dresden herausragenden Themenbereich, nämlich in der Verkehrspolitik. Es ist schade, dass der zuständige Beigeordnete nicht da ist, aber es geht ja nicht nur um ihn, sondern es geht ja darum, dass Rot-Rot-Grün fast 5 Jahre Zeit gehabt hat, diese Stadt auch verkehrspolitisch weiterzuentwickeln. Und schauen wir uns doch mal in der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht, an, wie das gelaufen ist. Man kann im Fazit sehr schnell ziehen. Erstens, 5 Jahre kompletter Stillstand in den für Dresden wichtigsten Infrastrukturprojekten. Zweitens, stattdessen Beschäftigung mit ganz vielen Nebensächlichkeiten, mit ganz viel Liebhaberei. Ich nenne nur das Beispiel Lastenfahrräder, die ja dem zuständigen Beigeordneten so wichtig sind, dass er auch heute sich wieder hat in der Bild-Zeitung damit abbilden lassen. Und drittens, ein ganz gewaltiger Investitionsstau bei den wichtigsten Verkehrsträgern, die wir in dieser Stadt haben, nämlich in dem Bereich Straße und Schiene, meine Damen und Herren. Ich habe extra noch mal geschaut, und das zeigt dann auch, wie dieses Amt gerade im Moment funktioniert. Alleine der Bereich Haushaltsausgabenreste, also all das, was wir an Geld zur Verfügung stellen, was aber immer noch nicht verbaut worden ist. Es ist seit 2013, wo wir im Jahr 46,5 Millionen Euro Haushaltsausgabenreste inklusive Fördermittel hatten, auf inzwischen 75,8 Millionen angewachsen, meine Damen und Herren. Wenn das kein Beweis ist für das Scheitern von Rot-Rot-Grün in verkehrspolitischen Fragen, weiß ich es auch nicht, meine Damen und Herren. Gehen wir in die einzelnen Projekte hinein. Für mich das wichtigste und auch dramatischste Projekt, und da bin ich gespannt auf Ihre Wortbeiträge, ist für mich die Königsbrücker Straße. Die Königsbrücker Straße war baufertig im Jahr 2014, dann gab es einen Mehrheitswechsel. Sie haben das Ruder hier übernommen. Was ist seit 2014 bei der Königsbrücker Straße passiert? Nichts, meine Damen und Herren. 5 Jahre, immer noch kein Baubeginn, wenn wir Glück haben, 2020. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich die Medien verfolge. Herr Schulte-Wissermann ist ja Ihr Mann hier. Ihre Mehrheit hat ja schon wieder neue Bedenken angemeldet. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr zum Aushalten. 24 Jahre Diskussion müssen reichen. Es wird höchste Zeit, dass endlich mit der Königsbrücker Straße mit dem Bauen angefangen wird. Das zweite wichtige Thema ist die Stauffenbergallee. Wir haben in den letzten 5 Jahren auch da von Ihnen keinerlei Aktivitäten gesehen. Sie haben auch alle Planungen, die bereits viel weiter fortgeschritten gewesen sind, zusammen mit Ihrem grünen Beigeordneten weiter gestoppt. Jetzt spricht man, also Jahr für Jahr wird das nach hinten geschoben, vielleicht von einem Baubeginn 2023. Wir haben jedes Jahr neue Einbrüche. Wahrscheinlich können wir die Stauffenbergallee irgendwann mal unter Denkmalschutz stellen, weil so eine üble Begrüßungsschneise, wenn man in die Stadt kommt, hat, glaube ich, auch keine andere große Stadt von Bedeutung, meine Damen und Herren. Das ist alles nicht mehr zum Aushalten. Und, meine Damen und Herren, auch bei dem für uns so wichtigen Projekt, nämlich dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gibt es kaum Fortschritte. Ich hoffe, Sie werden uns demnächst, ich erwarte, dass Sie uns mit dem Antrag überraschen, der aus dem Stadtbahnprojekt 2020 ein Stadtbahnprojekt 2030 macht, meine Damen und Herren. Schauen wir auf andere Projekte. Ullersdorfer Platz, unerträgliche Zustände da oben seit vielen, vielen Jahren. Auch da liegen Konzepte auf dem Tisch, aber aus dem Geschäftsbereich, aus dem zuständigen Geschäftsbereich gibt es nichts als Vertröstung. Man hat einfach überhaupt keinen Willen, man hat keinen Elan, man hat auch kein Problembewusstsein, die wirklichen Probleme in der Verkehrspolitik in dieser Stadt endlich anzufassen. Das ist nicht 500 Meter Radweg an der Albertstraße, das sind nicht die Lastenfahrräder, sondern das ist diese unerträgliche Stausituation, zum Beispiel am Ullersdorfer Platz und bei allen Einpendelstraßen, die im Dresdner Norden sind, meine Damen und Herren. Wir haben
Vielerlei Beispiele, ich will gar nicht auf alle eingehen, da fehlt mir heute die Zeit. Ich will andere wichtige Punkte nennen, weil wir auch heute noch einen Antrag auf der Tagesordnung haben zum Thema Pendlerströme. Wie steht es eigentlich um das Thema Park and Ride in dieser Stadt? 5 Jahre kein Fortschritt und das ausgerechnet unter einer rot-rot-grünen Führung, meine Damen und Herren. Wir müssen über vernetzte Mobilität sprechen. Nicht jeder Berufspendler muss unbedingt ins Stadtzentrum oder bis zu seinem Arbeitsplatz fahren, sondern wir haben einen tollen ÖPNV in Dresden, wir haben eine super DVB, wir haben eine gute S-Bahn-Anbindung. Da muss es doch möglich sein, die Verkehrsträger vernünftig miteinander zu verknüpfen. All das haben Sie nicht geschafft. Das P&R-Konzept ist unter diesem Beigeordneten gescheitert. In Bülau keine Lösung. Klotzsche viel zu klein. Langebrück viel zu klein. Andere Sachen werden nicht vorangetrieben. Elbe-Parkplatz nicht nutzbar, meine Damen und Herren. Das ist das völlige Versagen. Und auch in Ihrem Kernthema, nämlich den Radwegen, haben Sie eine ganz miserable Bilanz. Weil anderes außer das Abmarkieren von Autospuren fällt Ihnen nicht ein. Das wichtigste Projekt, nämlich den Elberadweg, wo wir gemeinsam mal hier beschlossen haben, 2006 ihn endlich zu verbreitern oder eine zweite Spur zu schaffen, damit auch der Unfallschwerpunkt, passiert jedes Jahr im Fährgarten, endlich entlastet werden kann, gibt es immer noch überhaupt keinen Fortschritt. Selbst in Ihrem Kernthema sind Sie keinen Meter weitergekommen. Und heute, meine Damen und Herren, außer Bild-Zeitung, Alberstraße, Herr Schulte-Wissermann, Sie haben uns angelogen, das wissen Sie. Es gab gar keine Fördermittel, ein Riesenskandal. Was erzählen Sie eigentlich? Hätten wir heute Antwort vom SMWA, können Sie nachlesen. Es gibt keine Fördermittel, es hätte 2018 keine gegeben. Wir wären auf dem Geld sicher geblieben. Eine pure Lüge, Herr Schulte-Wissermann, Sie haben sie hier vorgetragen. Und dann heute die Antwort zur Kreuzung Gerrockstraße, meine Damen und Herren. Wir geben 10,4 Millionen Euro aus und da haben wir Ende eine Situation, nachweisbar, dass wir hinterher für alle Verkehrsteilnehmer, für Autos, für Bahn und für Fußgänger, Fahrradfahrer hat er uns nicht mitgeliefert, nicht betrachtet oder hat uns die Zahl nicht gegeben, eine deutlich verschlechterte Situation gegenüber heute haben. Meine Damen und Herren, es ist entsetzlich, nie wieder Rot-Rot-Grün in der Verkehrspolitik. Dankeschön. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, ein tatsächlich sehr wichtiges Thema, was hier durch die FDP-Fraktion, Freie Bürgerfraktion, aufgeworfen wurde. Und ich teile die Kritik von meinem Kollegen Holger Zastrow. Und der Zeitpunkt ist auch sehr günstig, um hier Bilanz zu ziehen in dieser Stadt und auch mal für die Bevölkerung klar auf den Tisch zu legen, wo wir stehen. Vieles hat Herr Zastrow hier genannt. Ich bin ja in der Neustadt verortet und es ist tatsächlich ein Riesenärgernis mit der Königsbrücker Straße. Das muss ich jetzt hier tatsächlich auch wiederholen, denn wir hätten zum heutigen Zeitpunkt auch fertig sein können. Wir hätten eine Straße haben können, die diesem Namen gerecht wird, die auch für alle Verkehrsteilnehmer sehr gute Verhältnisse geboten hätte mit unserer damaligen Vorzugsvariante 7M. Und wir hätten vor allen Dingen diesen elenden Zustand, in dem sich diese Straße heute leider immer noch befindet, nach über 2 Jahrzehnten Planung, endlich mal verbessern können und somit nicht nur für die Verkehrsteilnehmer in allen Verkehrsträgern, sondern auch für die Anwohner viel bessere Verhältnisse vorweisen können. Sie stehen an dieser Stelle tatsächlich als rot-grün-rote Kooperation hier vor einem Scherbenhaufen. Das muss ich Ihnen auch so vorwerfen. Und das ist kein gutes Ergebnis. Ich hoffe tatsächlich auch auf die Kommunalwahl im Mai diesen Jahres, um damit abzurechnen. Wir haben auch immer gesagt, dass wir die Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandeln wollen, alle Verkehrsteilnehmer. Ich habe in den letzten 4 Jahren hier wahrnehmen müssen, dass es zunehmend eine einseitige Diskussion gibt, insbesondere zugunsten des Verkehrsträgers Radverkehr. Ich will das gar nicht so negativ interpretiert wissen, dass wir jetzt für den Radverkehr nichts übrig hätten. Auch unter unserer Federführung ist schon sehr viel für den Radverkehr getan worden in den letzten Jahren. Viele Spuren auch im Stadtzentrum wurden zugunsten von Radverkehrsanlagen auch zurückgenommen. Und
Wir haben uns auch immer dazu bekannt, den Radverkehr hier in Dresden zu fördern. Und Herr Zastrow hat es auch schon gesagt, Thema Elbradweg, da ist leider gar nichts vorangegangen. Ein ganz wichtiger Aspekt, die Anbindung der Elbbrücken an den Elbradweg, da vernehme ich von Ihrer Seite nichts, auch leider nicht von Herrn Bürgermeister Schmidt-Lamontaine. Stattdessen wird sich eher mit Dünnbrettbohrerei beschäftigt in dieser Stadt und darüber nachgedacht, auf wichtigen Verkehrsachsen durch entsprechende Umorganisation dem Autoverkehr Platz wegzunehmen, obwohl es gar nicht notwendig wäre, weil rechts und links genügend Platz da ist. Und das ist unser Credo, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein gleichberechtigter Umgang mit allen Verkehrsteilnehmern. Und dazu gehört auch der Kfz-Verkehr, auch wenn Sie das nicht hören wollen, aber viele Dresdnerinnen und Dresdner und auch viele Teile der Bevölkerung aus den benachbarten Gegenden aus unserem Umland sind eben auf das Auto angewiesen und auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, die alle gleichberechtigt betrachtet. Ein weiteres wesentliches Thema, ein großes Ärgernis für uns, Sanierung Nebenstraßennetz. Davon hört man bei Ihnen gar nichts. Auch entsprechende Gelder werden nicht zur Verfügung gestellt in den Haushalten. Da reiten Sie ja immer drauf rum, für die Sie die Verantwortung hatten in den letzten Jahren. Stattdessen werden aber immer wieder Gremien ins Leben gerufen. Jetzt aktuell wieder die Lenkungsgruppe Stadtbahn 2020, wo eigentlich Arbeit im Bauausschuss hindelegiert wird, die wir im Bauausschuss machen müssten. Das findet dort statt. Übrigens demokratisch nicht legitimiert und auch nicht demokratisch repräsentiert, denn in diesen Lenkungsgruppen sind pro Fraktion ein Teilnehmer. Die Linke nimmt sich raus, zwei hinzuschicken, weil Herr Schulte-Wissermann dort als Pirat fungiert. Und das finde ich eben auch dann nicht gerecht, so wie das dort dann diskutiert wird. Dann werden dort Entscheidungen vorgetroffen und entsprechend durchgestimmt. Das ist auch demokratisch nicht okay aus meiner Sicht. Und ein weiteres wichtiges Thema muss ich Ihnen auch vorwerfen, wo es nicht vorwärts geht. Thema ZOB. Auch viele Dresdner interessiert das. Kein Fortschritt. Stattdessen wurde das Thema nochmal aufgeladen mit einem Fahrradparkhaus. Inhaltlich okay, aber dann muss es auch mal vorangehen. Natürlich brauchen wir eine Radverkehrsanlage am Hauptbahnhof. Aber das alles immer nur auf die lange Bank zu schieben und Scheindiskussionen zu führen, das ist der falsche Weg. Ich stimme meinem Kollegen Holger Zastrow zu. Wir brauchen hier endlich wieder Zug. Wir brauchen hier endlich wieder eine Entwicklung, damit es für alle Verkehrsträger in Dresden auch weiterhin gut vorangeht und nicht nur allein der Radverkehr von Ihnen in den Fokus gesetzt wird. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die übliche Wahlkampfrhetorik von Herrn Zastrow, wenn ihm gar nichts mehr anderes einfällt, schimpft er auf Dresdner Straßen. Wenn die schwarz-gelbe Bilanz vor 5 Jahren so gut gewesen wäre, hätten wir gar nicht so viele Baustellen übernehmen müssen, wie das jetzt der Fall ist. Und er versucht jetzt von seinem eigenen Versagen hier abzulenken, hat auch 5 Jahre lang keinerlei Vorschläge gemacht, sondern hat im Prinzip nur mit Rhetorik die Dinge, die wir zur Weg gebracht hat, versucht schlecht zu machen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Erstmal zur Königsbrücker Straße. Die Geschichte müssen Sie schon von Anfang an erzählen. 2006 gab es eine Kompromissvariante, die die CDU-Oberbürgermeisterin damals von der Tagesordnung genommen hat, von der Planfeststellung zurückgezogen hat. Und wenn das damals nicht passiert wäre, wären wir schon 10 Jahre lang mit dieser Straße fertig. Es ist Ihre Verantwortung, dass es diese Hängepartie gibt. Und es ist die Verantwortung einer schwarz geführten Landesregierung, die die Landesdirektion im Prüfvorgang bis bei 3 Jahren angekommen sind, dass wir hier im Prinzip seit 3 Jahren schon gar nichts mehr machen, weil wir fertig sind, aber wir kriegen keine Genehmigung, weil es einfach von einer Ecke des Schreibtischs auf den anderen geschoben wird. Und wenn Sie hier wieder mal vortreten, müssen Sie mitreden, 2014 hatten Sie Ihre Variante, das ist richtig, aber Sie sind wegen dieser Variante abgewählt worden, weil das nicht mehr stadtteilverträglich ist und weil wir Stadtentwicklung treiben im Verbund der Stadt und nicht nur für Autofahrer. Wenn es im Freistaat Sachsen derzeit einen verkehrspolitischen Skandal gibt, dann ist es die Bilanz einer schwarzen Verkehrspolitik. Wir sind in Sachsen einsamer Spitzenreiter im letzten Jahr gewesen bei den Verkehrstoten. Im Freistaat Sachsen sind letztes Jahr 34% mehr Menschen auf Straßen durch Autos ums Leben gekommen als vorher. Das ist im Bundesvergleich ein einmaliger Vorgang. Hier müssen Sie sich mal an Ihre Nase fassen. Das Rasen hat ein Ende.
Und wir haben auch in Dresden Beispiele gehabt, die tragisch sind, und wir müssen hier etwas mehr tun für die Verkehrssicherheit, wir müssen etwas mehr tun für die Verträglichkeit des Verkehrs. Sie vernachlässigen auch, dass es so etwas wie den Dieselskandal gab. Sie vernachlässigen, dass die Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen und gegen ihre Verkehrspolitik aufbegehren und eine strikte Wende fordern. Das begrüßen wir ausdrücklich. Der Autoverkehr kommt in Rechtfertigungszwang. Ich fahre selber durchaus Auto, ich gebe das zu. Aber die Freiheit des Gaspedals endet da, wo unsere Umwelt vergiftet wird, wo sie verlärmt wird und wo die Lebensqualität in der Stadt einfach sinkt. Was uns als Linken erstmal wichtig ist, auch Verkehr, ist die Teilhabe am Verkehr, die soziale Gerechtigkeit. Wir haben als rot-rot-grüne Kooperation das Sozialticket auf den Weg gebracht. Es hat inzwischen 15.000 Nutzerinnen und Nutzer. Darauf sind wir sehr stolz. Wir sichern die Mobilität auch für nicht so Wohlhabende ab, die nicht mit einem PS-starken Auto herumfahren, und finden das auch wichtig, dass nicht nur diejenigen, die sich im Prinzip viel Blech leisten können, hier in Dresden mobil sind. Wir haben an die Vernetzung des Verkehrs natürlich gedacht. Wir haben eben den ZOB in unserer Wahlperiode auf den Weg gebracht. Wir haben auf den Weg gebracht die Stadtbahn 2020. Wir haben auf den Weg gebracht die Kesselsdorfer Straße mit der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße. Selbstverständlich genügen wir den Anforderungen des Verkehrs in Dresden. Und von Ihrer Seite ist dazu nichts gekommen. Von Ihrer Seite kommt im Prinzip die Aufregung, es gibt Stau. Und wir sagen aber, wir wollen allen denjenigen, die die Möglichkeit haben, die kurze Wege zu erledigen haben, eben auch die Möglichkeit geben, mit dem Fahrrad, mit der Straßenbahn kurze Wege zu erledigen und einen vernünftigen Verkehrsmix hinzubekommen, der hier 20 Jahre nach der Wende sträflichst vernachlässigt worden ist. Und das haben wir korrigiert und das werden wir auch weiter korrigieren. Ihre PS-Panik, Ihre Autopanik ist unberechtigt. Selbstverständlich kommen auch die Autofahrer hier zu ihrem Recht. Wir haben auf der Königsbrücker Straße eben nicht eine Minimalvariante, die vielleicht mein verehrter Kollege Dr. Schulte-Wissermann und dieser Herr Lichti vielleicht gerne gehabt hätte, durchgedrückt, sondern wir haben einen Kompromiss gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir wollen die Genehmigungsfähigkeit dieser Straße haben. Wir wollen nicht, dass sie nicht genehmigungsfähig ist. Nämlich Ihr Fehler 2011 gewesen, dass Sie eine zweispurige Straße an der Straßenbahn vorbeiführen lassen wollten und diese Strecke nicht mal genehmigungsfähig gewesen ist. Und dort sind Sie sehenden Auges auf den Eisberg gefahren und selbst schuld, dass Ihre Variante nicht gebaut werden konnte, zum Glück für den Stadtteil. In dem Stadtteil haben Sie auch wählertechnisch nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. Das wird sich auch bei der Kommunalwahl zeigen. Im Fazit ist es so, wir können auf das Erreichte durchaus mit Stolz zurückblicken. Wir werden das weiter tun. Wir haben ein Radwegkonzept beschlossen. Wir haben im Prinzip auch die Möglichkeit, uns der Zukunft zuzuwenden, Elektromobilität voranzutreiben. Wir wollen eine Mobilität, die stadtverträglich ist. Wir wollen eine Mobilität, die umweltverträglich ist. Wir wollen die Lebensqualität in der Stadt schützen und wollen deshalb, dass alle Verkehrsteilnehmer sicher ans Ziel kommen. Und dafür wird es auch weitere 5 Jahre Rot-Rot-Grün geben. Ich danke Ihnen. Als nächstes ist Bündnis 90 Die Grünen mit Herrn Löser in der Reihe. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Einwohner, Herr Zastow redet sich in Wahlkampflaune. Das ist klar, es ist ja auch bald Wahlkampf und am Ende werden natürlich aber die Wähler entscheiden. Und er hat uns hier die Möglichkeit gegeben, über dieses Thema zu sprechen. Sie haben die Frage aufgeworfen, wer ist denn der Bürgermeister Schmidt-Lamontin, der ist heute in Brüssel. Denn Dresden ist nominiert, neben anderen Städten, für einen Preis für das Verkehrskonzept für nachhaltige Mobilität. Und wenn es gut läuft, wird die Stadt Dresden diesen Preis auch bekommen. Sie haben weitere Punkte angesprochen, zum Beispiel die Frage des Haushalts. Der OB hat hier am Ende das Sagen, was im Haushalt drinsteht. Und Sie bemängeln, dass da Geld fehlt. Da sage ich Ihnen, der Geschäftsbereich 6 hat sehr viel angemeldet, wo er glaubt, dass zusätzlich Mittel eingepreist werden müssten. Das ist dann allerdings von ganz oben auch kassiert. Wahrscheinlich auch zu Recht, Herr Zastrow, denn der OB hat natürlich den Gesamtblick für die Stadt. Deswegen hat er ja auch den ganz erfolgreichen Straßen- und Tiefbauamtsleiter jetzt befördert. Herr Zastrow, ja? Wo Sie recht haben, es braucht Personal im GB6, da würde ich mich freuen, wenn die Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat auf die Idee kommt, da mal aufzurüsten, denn das Geld ist da, da haben Sie vollkommen recht, es sind lange Planungsprozesse, aber am Ende muss es gebaut werden, es muss umgesetzt werden, das heißt, wir brauchen Personal.
Nun werfen Sie uns vor, verfehlte Verkehrspolitik von Rot-Grün-Rot, nennen Sie Ihre aktuelle Stunde. Nun will ich zunächst mal fachlich kurz einordnen. Grundlage für das, was in dieser Stadt passiert, ist der Verkehrsentwicklungsplan 2025+. Der wurde beschlossen im November 2014 hier im Rat. Der wurde vorbereitet von 2009 bis 2013, auch mit Ihrer Beteiligung am runden Tisch. Und es gibt einen Zwischenbericht, der mal fachlich untersucht, wie momentan die Lage in Dresden ist. Und das ist recht interessant. Ich will das gern zur Kenntnis geben. Wir haben steigende Einwohner in Dresden. Das ist gut. Die Verkehrsmenge MIV bleibt allerdings gleich, auch auf den Brücken. Das ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen. Der Radverkehr nimmt zu. Das Radnetz von 2008 bis 2017 wurde um 20% ausgebaut auf jetzt 443 Kilometer. Wir haben eine sehr positive Entwicklung bei Eisenbahnnutzung und S-Bahn-Nutzung von 2009 bis 2016, 25% mehr Gäste, die das nutzen. Das ist auch Abstimmung mit den Füßen, Herr Zasto. Die stimmen nämlich ab, indem sie in die Eisenbahn und in die S-Bahn reingehen. Und wir haben DVB kontinuierlich steigende Zahlen, wenn Sie sich die Kurven angucken. Das geht so, Einwohner so und Nutzung von ÖPNV auch so. Das sind zunächst erst einmal die Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss. Nun hat es eine politische Dimension. Wir sind im Rat. Sie haben den Wahlkampf hier eröffnet zu diesem Thema. Und Sie nennen Ihre aktuelle Stunde Verkehrspolitik. Und das ist in Ihrem Denken natürlich Autopolitik. Uns geht es um Mobilitätspolitik. Und das ist zuerst die Frage, wie kommen denn alle Einwohner der Stadt gemeinsam sicher, bezahlbar, ökologisch ans Ziel? Wenn man weiß, dass nur 400 pro 1000 Einwohner Autos in Dresden zugelassen sind, weiß man auch, dass diejenigen, die Autos haben, nur ein Teil der Bevölkerung sind. Mobilitätspolitik, wie wir es verstehen, geht aber alle an. Sie behaupten ständig Benachteiligung von Autos. Herr Zastrow, ich fahre auch Auto oft, weil ich es muss, manchmal, ja? Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in den letzten 5 Jahren dramatisch eingebrochen wäre. Ich glaube, das ist einfach eine Behauptung, die Sie aufstellen. Wenn wir mal gucken, 2017 ist der Durchschnittsverkehrsgeschwindigkeitsfluss vom MIV bei 26 km/h. Die Bahn dagegen, wo viel mehr Leute mitfahren, die angewiesen sind, Ältere, auch Jugendliche, fährt mit 19 km/h durch die Stadt. Da sehen Sie mal, wie das Gleichgewicht eben nicht vorhanden ist, was Sie hier bezaubern, sozusagen herbeireden. Wir haben das Problem, meine Damen und Herren, dass wir nach 20 Jahren verfehlter Verkehrspolitik von FDP und CDU jetzt erstmal aufholen müssen. Das ist doch das, was wir gerade machen und das versuchen wir seit 5 Jahren. Und da gebe ich Ihnen recht, wir sind da nicht schnell genug. Das könnte schneller gehen, da haben Sie recht. Aber was fällt Ihnen denn ein? Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Punkten. Ihnen fällt nichts anderes ein, als diese Entwicklung rückgängig zu machen. Augustusbrücke, 70% der Dresdner sagen, sie wollen sie autofrei. Sie legen fest, da läuft erstmal der Verkehr drüber. Und dann behaupten Sie, das soll da mal geändert werden. Das glaube ich Ihnen doch nicht. Die Dresdner und Dresdner wollen mehr Ruhe auf den Straßen. Wir haben die Chance gehabt mit dem Lärmaktionsplan Innere Neustadt. Sie haben die Tempo-30-Zone da rausgestimmt. Die Dresdner und Dresdner wollen mehr Radfahren. Auf der Augustusbrücke, auf der Albertstraße haben wir das Projekt gehabt. Sie haben es einfach zu Fall gebracht, sodass es jetzt nicht gebaut wird. Sehr geehrter Herr Zastrow, ich war am letzten Freitag bei Fridays for Future und da gab es viele interessante Plakate. Da stand drauf mehr Tempo 30, Geschwindigkeitsbegrenzung, Autobahn, Radwege bauen. Da stand nicht vierspurige Albertstraße. Da stand auch nicht vierspurige Königsbrücker Straße. Ich sage Ihnen, das ist die Zukunft. Da habe ich 5000 junge Leute gesehen, die haben ganz klar formuliert, was sie politisch auch für Vorstellungen haben von ihrer Zukunft. Und das ganz schönste Plakat war, wir stehen hier, weil ihr Profis das nicht hinkriegt. Und auf dem Plakat war ihr Parteivorsitzender, der Christian Lindner. Und da sage ich mal, lassen Sie es mal die Profis machen. Das ist RGR, das sind wir. Und wir haben höchstwahrscheinlich die nächsten 5 Jahre Zeit, diese Sachen in Dresden zu entwickeln. Danke. Als nächster Redner SPD-Fraktion, Herr Steinmann-Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, als in der Frage etwas Außenstehender, weil nicht mehr im Wahlkampf aktiv, beobachte ich das Treiben mit großer Freude und das wird ja auch ein bisschen unterhaltsam hier, ne? Aber ich habe aufmerksam die Reden gehört und muss tatsächlich sagen, ich habe von Herrn Zastrow eine andere Rede erwartet, aber ich muss sagen, die Rede war bestenfalls naiv hinsichtlich der Idee, wie Planungsprozesse ablaufen und wir sind uns wahrscheinlich sicher alle einig, dass das alles schneller gehen müsste und deswegen glaube ich auch, dass Sie und Ihre Partei die falsche
die falschen Männer und Frauen sind, die Verkehrsplanung hier zu übernehmen. Ich glaube, ich möchte das am Beispiel mal fertig festmachen. Sie haben jetzt gesagt, es gab keine Entscheidung oder kein Voranbringen von Stadtbahn 2020. Ich glaube, wir haben uns sehr intensiv hinter das Thema geklemmt und haben deswegen umgekehrt von Herrn Linken, von Herrn Thiele als unnötig bezeichnete Lenkungsgruppe eingeführt, die endlich mal die ganzen Konflikte auch für die Stadträte transparent auf den Tisch legt. Und die Lenkungsgruppe soll eben nicht entscheiden, sondern soll überhaupt erstmal für alle transparent machen, was sind denn die Konflikte, die das alles verzögern. Wenn ich mir jetzt angucke, was wir in den letzten Jahren beschlossen haben, da komme ich in einem schnellen Brainstorming auf eine ganz schön opulente Liste an Straßenbauprojekten, die wir auf den Weg gebracht haben. Angefangen beim Park-and-Ride-Parkplatz Solander Straße erst letztes Jahr, Österreicher Straße, Vasaplatz, Wehlener Straße, Stadtbahn 2020, Zellischer Weg, Bautzner Straße am Albertplatz, Kesselsdorfer Straße, Gerockstraße, Blasewitzer Straße, Lostwitzer Straße, der Neubau der Liebstädter Straße, Sanierung Großenhainer Straße, die Königsbrücker Straße und auch die Stauffenbergallee, die wir 2015 auf den Weg gebracht haben, nachdem sie mehrere Jahre in der Schublade von Herrn Baubürgermeister damals Marx lag, wo er sie mir auch persönlich mal gezeigt hat. Auch der Vorwurf, wir würden hier eine autofeindliche Politik machen, trifft nicht zu. Klar, bei diesem schönen Symbol, was Sie immer wieder anführen und was für ihn der Maßstab aller Politik ist, wie breit ist eine Straße, da haben wir tatsächlich versucht, alle Belange entlang der Straße ernst zu nehmen und nicht nur den Autoverkehr, sondern den Autoverkehr in Abwägung mit Anliegern, in Abwägung mit alternativen Nutzungen in Einklang zu bringen. Und das ist uns gelungen, weil wir mit der Verkehrsprognose 2030, die übrigens den Verkehr überschätzt ein bisschen, weil sie immer auch die ganzen Gewerbegebiete, die heute schon absehbar sind, voll mit Arbeitsplätzen ausfüllt. Mit dieser Verkehrsprognose haben wir nachgewiesen, dass der Verkehr immer noch laufen wird. Wir haben darüber hinaus uns bei anderen Themen beim Autoverkehr sehr intensiv dahinter geklemmt. Ich will Beispiele nennen, Parkraumkonzepte. Parkplatz Fidelio F. Finke Straße wird dieses Jahr gebaut. Ihre Anlauf dort an der Blauen Wunder Parkplätze zu schaffen, ist ja 5 Jahre lang im Sande verlaufen. Wir schaffen jetzt dort einen Parkplatz. Wir haben einen Vorschlag gemacht, das ist mit in den Haushaltsanträgen drin, Quartiersparkhäuser zu bauen, um die Stadtteile zu entspannen. Wir haben das Handyparken eingeführt im großen Konsens. Der große Konsens ist übrigens auch, wir wollen alle den stetigen Verkehrsfluss. Wir haben 5 Millionen insgesamt dafür bereitgestellt, im letzten Haushalt und diesem Haushalt für intelligentere Ampeln, die eben, weil die Knotenpunkte, die Kreuzungen sind doch das, was wir anfassen müssen, damit der Verkehr flüssig rollt. Und wenn wir die Ampeln und die Kreuzungen intelligenter gestalten, kriegen wir mit derselben Fläche mehr Autos durch. Das ist aber nicht allein unser Ansatz und damit will ich auch zum Ende kommen. Unser Ansatz ist eben auch, attraktive Angebote zu schaffen für all diejenigen, die nicht das Auto nutzen müssen. Wir werden 2030 ungefähr 590.000 Einwohner haben. Das Umland wächst ebenfalls. Und das ist die Gelegenheit, wenn Menschen umziehen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie sie künftig von A nach B, von ihrem neuen Wohnort zu ihrem neuen Arbeitsplatz kommen. Wenn wir dann mit attraktiven Angeboten im öffentlichen Nahverkehr, aber auch im Radverkehr da sind, dann haben auch diese Verkehrsträger eine Chance, stärker zu werden. Und damit entlasten wir unsere Straßen. In diesem Sinne glaube ich, werde ich dafür werben, unsere Qualifikation des FDP-Pendlerantrages zuzustimmen. Aber noch viel wichtiger, wir haben heute auf der Tagesordnung den von mir immer so als großen Nahverkehrsantrag bezeichneten Antrag, das Liniennetz der DVB und auch das Geschäftsfeld der DVB der wachsenden Stadt anzupassen. Dafür würde ich werben, wir wollen hier nochmal groß neue Angebote reinbringen, attraktivere Angebote reinbringen, um Anreize zu schaffen, den Verkehr hier insgesamt zu entlasten. Vielen Dank. Nächste Fraktion ist die AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, ich muss zugestehen, diese Aktuelle Stunde ist für mich schon etwas überraschend, weil wir haben ja eigentlich die letzten Sitzungen fast ständig über die verkehrte oder diese falsche rot-rot-grüne Verkehrspolitik gesprochen. Und
Trotzdem haben wir heute diesen Punkt und ich finde es auch trotzdem sehr gut, wenn wir darüber reden, weil ich habe einiges noch anzusprechen, was so noch nicht gesagt wurde. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch einmal klarstellen, dass der sächsische Staatsminister für Verkehr, in dem Sinne genau genommen für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, ja ein Sozialdemokrat ist. Und in dem Sinne ist die Verantwortung in erster Linie natürlich in einem roten Bereich zu sehen. Und nach meinem Sinne oder meiner Einschätzung ist dieser Herr Dulich doch so links, dass er schon eher ein Linker sein könnte als ein klassischer Sozialdemokrat. So, meine Damen und Herren, die vergangene Legislaturperiode war eine gewissermaßen verlorene Zeit. Es sind 4 verlorene Jahre. Der Zellische Weg, die Stauffenbergallee, die Königsburger Straße, die Albertstraße, die Georgstraße und sogar das Parken am Blauen Wunder und sogar wiederum die Einbindung des Radverkehrs auf der Marienbrücke in den Elbradweg. All das sind Fehlleistungen rot-rot-grüner Mehrheiten. Und wir müssen darauf natürlich in den kommenden Wochen reagieren. Doch wir haben natürlich, wenn ich jetzt darüber spreche, nicht nur 4, sondern eigentlich 5 verlorene Jahre, denn diese Zeit lässt sich nicht innerhalb so kurzer Zeit wieder aufholen und sie wird wahrscheinlich auch noch die kommende Legislatur erheblich in Anspruch nehmen, mit hoffentlich natürlich auch geeigneten konservativen Mehrheiten. Wenn wir aber natürlich allein auf diese Mehrheiten schauen, dürfen wir auch eines nicht vergessen, dass die antragende Fraktion für die heutige Aktuelle Stunde in der erst vor einem Monat, also der letzten Sitzung unseres Stadtrates am 14. und 15. Februar, ja doch immerhin auch die Fortschreibung des Nahverkehrsplans Obere Elbe mitbeschlossen hat. Und in diesem Beschluss sind auch interessante Formulierungen, die ich mal kurz vortragen möchte. Das öffentliche Verkehrsangebot soll, so die Zielstellung, hinsichtlich Zugänglichkeit, Reisezeit und Reisekosten verbessert werden. Zu den konkreten Maßnahmen hierzu heißt es: Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Zuge von Hauptverkehrsstraßen bevorzugt mit Vorrang für den öffentlichen Verkehr. Dynamische Straßenraumfreigabe, zum Beispiel die Straßenbahn als Pulkführer wie auf der Leipziger Straße. Bevorzugung der Verkehrsträger des Umweltverbundes an innerstädtischen Ampeln. Reduzierung des innerstädtischen Kfz-Verkehrs durch verkehrsberuhigende Maßnahmen in Orts- und Straßenzentren. Durch Erhöhung des Zugangswiderstands durch die Verringerung öffentlicher Stellflächen und durch Reduzierung der Reisegeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs im Zuge von Hauptverkehrsachsen. Hinzu kommt auch noch die Reduzierung von Kfz-Pendlerströmen durch sogenannte rote Wellen. Und wenn man das alles mal zusammenfasst, dann hat hier die FDP zusammen auch mit der CDU, denn die AfD-Fraktion war die Einzige, die gegen diese Fortschreibung gestimmt hat, ja auch etwas unterstützt und zugestimmt, was in dem Sinne ein Konzentrat linksgrüner Verkehrspolitik ist. Und in diesem Sinne finden wir es einerseits natürlich sehr erfrischend und gut, der Rede von Herrn Sastro gelauscht zu haben, die uns natürlich davon einerseits überzeugt, dass er ja das Richtige will, aber er sollte auch immer das Kleingedruckte lesen, wie halt in diesem Nahverkehrsplan. Und wir werden das natürlich kritisch begleiten und denken, dass wir, wenn wir eine wirkliche Verkehrswende in dieser Stadt erreichen wollen, dies nur durch eine wirkliche konservative Mehrheit schaffen und diese garantiert nur eine starke AfD. In diesem Sinne, vielen Dank. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde die Bürgerfraktion, Herr Blümel. Bringt mich ganz durcheinander. Ja. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 2 geschafft.